Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Leute, wir sind heute auf der Desktop Edition, weil ich einfach jetzt nicht mehr länger warten konnte. Ich muss unbedingt Level Sensation abholen. Sie ist mein absolutes Traumpferdchen auf der Desktop Edition und ich kann mir ehrlich gesagt kein besseres Fohlen vorstellen. Sie ist mega, mega süß. Falls ihr verpasst habt, wie wir sie gezüchtet haben, checkt unbedingt das Video aus. Ich verlinke es euch jetzt im i. Das war einfach so eine krasse Überraschung, Leute, weil ihr wisst, ich versuche schon so lange, genau diesen Black zu züchten. Wir holen sie heute ab und decken unsere kleine Traummaus heute natürlich zum allerersten Mal. Und wir werden auf jeden Fall auch noch ein Pferd erstellen, aber nicht heute, denn ich, wie gesagt, kann es einfach nicht mehr erwarten, die kleine Maus groß zu sehen. Um die kleine Maus abzuholen, müssen wir uns aber natürlich als allererstes von einem Pferd trennen. Ich habe mir lange überlegt, wen ich alles abgeben möchte und es sind tatsächlich ein paar Pferde, die gehen müssen, aber als allererstes geht Thoughtful Monday. Die kleine Maus ist die Tochter von Barrel Boss und Exciting Evidence und ich habe beschlossen, dass sie geht, denn ich habe einfach andere Pferde, die ich lieber behalten möchte und deswegen sagen wir Tschüss, du kleine Maus! Bye, bye. Dann gehen wir zu den Fohlenboxen. Und da ist die kleine Maus. Oh nein, sie hat gerade den Glitch hier. Seht ihr das? Natürlich ist eigentlich ihre Mähne und ihr Schweif black, aber das sieht man jetzt gerade nicht so gut. Sie hat 2400 Meter hart und vorne, was natürlich nicht perfekt ist. Auch die Sets sind alles andere als perfekt. Die sind richtig, richtig schlecht. Aber auf der Desktop Edition ist das nicht so wichtig, denn wir können ja immer Pferde erstellen, mit denen wir letztendlich die Story gehen und die Pferde züchten. Ist letztendlich vollkommen egal und wir haben endlich einen richtigen Schwarzen gezüchtet, der nicht nur richtig schwarz ist, sondern auch noch ein Pintalooser ist. Es ist eine Sie und ihr Papa ist natürlich, ich nenne ihn Lenny, ihr sagt gerne Piggy, ich weiß nicht, wie er eigentlich heißt. Ich finde Lenny irgendwie cooler, aber egal, Opulent Pig heißt er auf jeden Fall. Und er war, ich glaube, er war mein allererstes Black-Pferd, das ich jeweils gezüchtet habe, oder? Also ohne Grey. Und jetzt holen wir seine Tochter ab, Leute. Let's go. Wir müssen sie natürlich nicht versorgen, denn sie hat schlechte Werte. Aber da kommt sie, oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Herzlich willkommen, du hübsche Maus. Sie ist einfach so schwarz. Und ich habe euch ja oft erzählt, dass ich die, das Schwarz haben möchte, das eben so ein bisschen bräunlichen Touch hat als Fohlen. Und das ist halt genau das. Also sie ist... Sie ist einfach wundervoll, Leute, oder? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin mega, mega happy. Sie ist ein absoluter Traum. Und ich hatte gesagt, wir decken sie jetzt einfach mal mit ihrem Papa. Und vielleicht decken wir sie dann noch mit dem ein oder anderen Hengst. Ich habe keine Ahnung. Ich bin schon so unfassbar gespannt, was ihr erstes Fohlen sein wird. Dazu gehen wir natürlich rein in unsere Fohlbox. Unsere Zuchtbox. Fohlbox ist es nicht wirklich. Fohlbox kommt danach. In unsere Zuchtbox der Stufe 18. Jetzt wartet mal ganz kurz. Können wir die verbessern? Nee, wir können die nicht verbessern. Wir haben die schon verbessert. Okay, das ist eine gute Geschichte. Jetzt wartet mal ganz kurz. Wir schauen mal, was es so alles gerade gibt. Er ist mega schick. Lasst ihn mal ganz kurz angucken. Er hat nämlich hinten, das ist natürlich eine richtig coole Geschichte. Er hat einen Black und ganz viele, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube, es sind Cremellos. Sind das alles Cremellos? Ich glaube schon. Sind, glaube ich, alles Cremellos. Wow. Er ist mega sick, oder? Er ist auch Stufe 8, genauso wie Level Sensation. Das heißt, da wird nur ein Stufe 8 Pferd rauskommen. Wollen wir es als allererstes mit ihm hier probieren? Wir hätten theoretisch aber noch 55 Minuten Zeit, es mit ihm zu probieren. Die anderen Pferde sind jetzt nicht so mega besonders. Er hat Mitte. Ich meine, hinten wäre halt schon nice, ne? Weil Lenny hat halt eben auch... vorne. Jetzt habe ich aber lange gebraucht, das rauszubekommen. Und ihr seht hier den wunderschönen Unterschied zwischen Lenny und Sensation. Sensation ist einfach wirklich mega krass schwarz und hat so ein bisschen Glanz drin und er ist eher matt und hat eher so ein bisschen, ich hätte es gesagt, so ein SSO-Schwarz. Denn bei SSO sind ja auch die Pferde alle nicht so richtig schwarz, sondern meistens so rauchig schwarz und sie ist halt einfach ein Traum, oder? Ich hätte gesagt, wir probieren es jetzt einfach mal mit Closed Character, weil
mir mega gut gefällt. Und stellt euch mal vor, wir würden jetzt nochmal einen schwarzen rausbekommen mit einem anderen Pferd. Das wäre wild, oder? Ich habe wieder 3,2 Millionen Gold gesammelt. Das ist Gott sei Dank auf der Desktop Edition mega, mega einfach. Und wir probieren es einfach mal mit Close Character, weil wir können ja jederzeit ein anderes Pferd verkaufen, das Pferd abholen und einfach nochmal mit Lenny decken. Let's go, let's go, let's go! Dann überspringen wir natürlich das Ganze für fast 350.000 Gold. Und ihr erstes Fohlen ist... Oha. Oha, krass. Das ist... Bist du auch ein Black oder bist du ein Grey? Oh mein Gott, ist auf jeden Fall auch ein Dunn mit drin, oder? Hä? Ich bin maximal verwirrt, Leute. Aber das gleiche Abzeichen. Ich bin maximal verwirrt, was wird... Oder bist du ein Queen gehen? Wow, du bist auf jeden Fall ein Fohlen, das ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben hatte. Ich glaube, es ist ein Black mit einem Dunn gehen. Ich bin mir aber nicht sicher, Leute. Oh mein Gott, ich bin lost. Die kleine Maus heißt Very Violet und ich hätte gesagt, sie ist ein Black, oder? Sie sieht aus wie ein Black und sie hat aber diese Dun Markings. Das heißt, sie ist ein Grullo. Okay. Ich hätte gesagt, sie ist ein Grullo, denn sie hat ja diese Dun Markings. Wir müssen sie abholen. Wir müssen sie definitiv abholen. Ich bin maximal verwirrt. Aber Leute, jetzt läuft's bei uns mit den Blacks, oder? Jetzt läuft's bei uns mit den Blacks. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendeine andere Farbe sein wird. Aber sie ist auf jeden Fall mega besonders, oder? Als nächstes trennen wir uns von Vibrant Glass, weil sie grey ist. Und weil ich ihre Oma Beautiful Drama noch habe und lieber ihre Oma behalten möchte als sie. Denn ich mag sie einfach lieber und sie ist nicht vorne und sie ist vorne. Und ich möchte einfach alle Graces einfach erstmal hergeben, weil ich richtige Blacks züchten möchte. Und von daher sagen wir, tschüss du kleine Maus, bye bye. Und dann holen wir Very Violet ab. Sie ist der Knaller, oder? Ich bin jetzt so gespannt, ob sie als Black rauskommt, ob sie ein Grullo ist oder was hier los ist. Ich hätte gesagt, sie ist ein Grullo, weil sie hat so ein bisschen komische Augen. Wisst ihr, was ich meine? Das sind ja die Duns im Spiel. Aber wir lassen uns einfach jetzt überraschen. Was kommt raus, Leute? Oh mein Gott. Sie ist das besonderste Pferd ever. Das ist krass. Ist sie ein Grey mit Grullo? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe noch nie in diesem Spiel so ein Pferd gesehen, Leute. Also sie ist auf jeden Fall ein Grullo. Man sieht es hier und hier. Aber ist sie nur ein Grullo? Oder ist sie auch noch ein Grey? Leute, wenn ihr wisst, welche Farbe dieses Pferd ist, weil ihr dieses Pferd zufällig in der Handy-Version habt, denn da kann man ja sehen, was für eine Farbe das Pferd hat, dann schreibt es mir jetzt in die Kommentare, bitte nur, wenn ihr wisst, was das für eine Farbe ist. Ich hätte gesagt, es ist Grullo mit Grey. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich finde sie mega besonders. Es ist so schade, dass man auf der Desktop Edition nicht sehen kann, was das Pferd für eine Farbe hat. Denn sie sieht für mich persönlich einfach nur grey aus, aber ich denke, ihre Base Color ist Black. Dann hat sie noch ein Dun-Gen und wahrscheinlich auch noch ein Grey-Gen. Weil das Dun-Gen kann man im Spiel ja nicht testen. Das schätze ich jetzt. Was schätzt ihr? Und wenn ihr es genau wisst, schreibt es mir in die Kommentare, was sie tatsächlich ist. Krass, oder? Dann sind wir wieder zurück in der Zuchtbox der Stufe 18. Wir wollen natürlich trotzdem noch mit Opulent Pig decken, denn warum nicht? Einfach warum nicht, Leute? Ich bin schon so unfassbar gespannt, was hier rauskommen wird. Vermutlich ein Vorne-Pferd, das eine mega krasse Distanz hat. Aber Leute, wird's ein Black? Ja oder nein? Schreibt's mir jetzt in die Kommentare. Ich bin einfach nur so krass gespannt. Wir zahlen 160.000. Und überspringen natürlich das Ganze, um das Fohlen direkt abzuholen. Oh mein Gott, es ist ein Fuchs. Oh mein Gott, bist du süß. Hi. Hi. Okay. Ein Stufe 7 Hengstfohlen mit 60, 60, 59. Was? Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Haben wir gerade ein fast perfektes Pferd gezüchtet? Was? Bei den Eltern. Es ist halt teilweise einfach so unfassbar random und man sieht halt hier wieder einmal mehr, wie random einfach die Zucht teilweise ist. Man
entdeckt einfach irgendwelche Eltern, die richtig schlecht sind und bekommt ein fast perfektes Fohlen raus, was schon heftig ist, oder? Er ist auch noch ein mega, mega hübscher Bub, Leute. Und der kleine Bub heißt Dynamic Detective, was ich irgendwie mega cool fand, oder? Er ist ein mega, mega hübscher Bub und eieiei. Er hat 3000 Meter hart und vorne. Hart ist mega, mega cool. Alles andere ist jetzt nicht so nice, aber wie gesagt, es ist vollkommen egal. Er ist aber mega süß. Ich mag ihn mega, Leute. Ihr wisst, ich mag die Füchse richtig gerne im Spiel. Er hat gute Werte, also die Vorlieben nicht so, aber er hat mega gute Werte. Ich überlege gerade, ob wir ihn versorgen sollten, den kleinen Buben. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Sollen wir den kleinen Buben versorgen? Ich kann ihn ja einfach schon mal versorgen. Ich meine, wir müssten ihn 7-mal versorgen, was echt viel ist. Aber wir haben hier auf der Desktop Edition mega, mega viel Futter. Das ist absolut kein Thema. Aber ich bin mir halt einfach nicht sicher, weil man muss ja jedes Mal irgendwie 3 oder 4 Minuten oder länger warten. Wir gucken mal ganz kurz. 3 Minuten muss man immer warten. Und insgesamt müssten wir das Ganze 7-mal machen. Oh, wir können auch einen Betreuer einstellen. Wartet kurz. Was kostet ein Betreuer? 770.000? Ja, okay, aber es ist eigentlich theoretisch nicht so dramatisch, weil das sind letztendlich 3 Rennen oder so. Dann hätte ich das wieder drin. Schreibt mir mal in die Kommentare. Sollen wir einen Betreuer einstellen? Für unser kleines Fohlen? Oder sagt ihr, wir verkaufen den E-Sandy? Bringt nichts. Verkauf ihn. Und decke mit dem Papa weiter. Als letztes verbessere ich noch alle möglichen Sachen hier, denn wir müssen ein bisschen trainieren noch, dass wir das Rivalenrennen noch gehen können, Leute. Dazu müssen wir hier einiges verbessern und ja, unsere beste Maus, sie hier, meine Earthly Princess, einfach nochmal auf Level, was geht mittlerweile, 40? Können wir bis 40 leveln? Nice, Leute. Ich level die kleine Maus jetzt auf Level 40. Und dann sehen wir uns wieder beim Rivalenrennen. Eine Ewigkeit später. Dann ist es soweit. Unsere Earthly Princess ist Level 40. Ich musste ein bisschen Geld farmen, Leute, denn ich war kurzfristig pleite. Aber wie gesagt, hier auf der Desktop Edition kein Problem. Falls ihr euch gerade fragt, ich bin Elder Rock Rennen 2 einfach gegangen und habe so mega, mega schnell wieder 1 Million zusammen gehabt und konnte sie dann auf Level 40 trainieren. Wir gehen Lincoln Abbey, das Rivalenrennen. Oh Gott, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir bekommen 918.000. falls wir gewinnen sollten, was richtig, richtig krass ist. Wir gehen natürlich mit Earthly Princess und sie hat sogar eine bessere Quote als Active Ambition, was richtig cool ist. Unser Problem ist, sie hat ein Handicap, was es ein bisschen schwieriger macht, aber ich hätte gesagt, wenn wir uns anstrengen, können wir das Rennen definitiv gewinnen. Los geht's. Lincoln Abbey, 2800 Meter. Oh je, Leute von heute. Waiting for the start at Lincoln Abbey. Earthly Princess attempting to prove themselves against Active Ambition. Yes, okay. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Ja, wir haben den perfekten Start und wir haben auch die perfekte Startbox bekommen. Oh mein Gott, Leute. Wir ziehen natürlich rüber und versuchen einfach hier unser Bestes mit unserer wunderschönen Maus. Und oh mein Gott, die sind alle mega schnell. Ach du grüne Neune, ich habe ein bisschen Angst, Leute. Aber wir haben noch über 2000 Meter, um das Ganze wieder aufzuholen. Aber da kommt der, seht ihr das? Das ist der Rivale. Okay, ich glaube, wir müssen einfach jetzt ein bisschen sprinten, dass wir da mit denen mithalten können. Und dass einfach unser Sprint ein bisschen lädt. Nein, 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 nein. Da ist unser Rivale. Wir reiten direkt neben dem Rivalen, Leute. Oh mein Gott. Das ist ein richtig krasses Rennen und wir müssen hier als vorne Pferd, ist es ein bisschen schwieriger manchmal zu manövrieren, finde ich persönlich, weil du halt immer gucken musst oder immer gucken solltest, dass du einfach in diesem perfekten Ding drin bist, dass dein Sprint lädt. Wir müssen aber jetzt gucken, dass unser Sprint einfach ein bisschen lädt, ohne dass wir den Sprint aufbrauchen. Ist aber richtig schwierig, weil die sind alle richtig schnell. Oh mein Gott, Leute, ich bin ein bisschen aufgeregt. Und wir haben noch 1500 Meter.
Dann haben wir jetzt noch knapp 500 Meter und haben leider jetzt unseren Sprint-Button da verloren. Wir müssen jetzt nicht mehr lenken in irgendeine komische Richtung, sondern wir müssen jetzt gleich anfangen zu sprinten. Wir haben keine Fähigkeit ausgestattet, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, aber wir können jetzt einfach schon mal anfangen zu sprinten. Und ich weiß nicht, der andere ist so unfassbar schnell, das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, ich glaube, wir sind Zweiter. Na. Ja, oh, ist ein Foto-Finish. Ah, ja, er hat uns besiegt. Aber der war einfach so unfassbar schnell. Wir speichern das Ganze natürlich. Ich liebe so Foto-Finishes. Aber da habe ich einfach ein bisschen geschlafen, glaube ich. Denn, wobei, am Ende des Tages, ich glaube, ich hatte sowieso kaum noch Bars, dass ich sprinten hätte können. Von daher, der zweite Platz ist in Ordnung, Leute. Denn wir haben den Rivalen besiegt. Und das ist eigentlich das Einzige, was zählt, oder? Wir sind Zweiter geworden, der Rivale Dritter. Futures Fish war einfach besser. Er hat 918.000 Belohnung bekommen, aber wir haben 540.000 bekommen und unseren Rivalen besiegt. Und das ist ja eigentlich das, was wir unbedingt wollten. Und wir bekommen einen Rivalenbonus. Jetzt wollte ich gerade meine Belohnung abholen. Und hier steht, tritt in Lincoln Abbey gegen deinen Rivalen an und erziele den ersten Platz. Ich musste den nicht besiegen, sondern wir mussten den ersten Platz machen. Okay, ich hätte gesagt, das probieren wir einfach nächstes Mal nochmal. Dann war es aber mit diesem Video von Rival Stars Horse Racing Desktop Edition. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie findet ihr unsere beiden Fohlen, die wir gezüchtet haben, und wie findet ihr natürlich unsere wunderschöne Level Sensation. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst uns jetzt gerne ein Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!